Dein Körper gibt dir immer Signale, immer, immer, immer. Und das ist das Schwerste, darauf zu hören, das zu lernen, was gut ist. In welchen Mengen hast du die Wildkräuter zu dir genommen, wo du sagst, mal so eine Handvoll? Ja, so ein kleines Händchen voll. Täglich. Damit habe ich angefangen. Mhm. Und Moringa habe ich gesteigert. Mhm. Von einem ganz kleinen Häufchen, von der Messerspitze bis zu einem halben Teelöffel habe ich so ganz langsam gesteigert, ganz langsam. Tja, und dann dachte ich, da ist noch ein Kräutlein. Oh, und was ist denn das? Oh, und was ist denn das? Und da ist ja noch mehr. Da habe ich dann irgendwann angefangen, Fotos zu machen. Und habe abends zu Hause vor dem Computer, ich habe kein Fernsehen geguckt, ich habe gegoogelt. Ich habe Wildkräuter gegoogelt. Was ist das? Was hat es für Inhaltsstoffe? Was hat es für Heilwirkung? Ja. Wenn du die Samen jetzt zwischen den, das habe ich letztens erst gepostet bei Facebook, jetzt zwischen den Fingern so zerrebelst, weißt du, wie das riecht nach Gersch? Das kannst du auch als Gewürz benutzen. Mhm. Oder wenn jetzt jemand zu viel Fleisch gegessen hat und hat eine Gischtzehe, einfach zerreiben, entweder so wie es ist drauflegen oder mörsern, wenn man zu Hause ist und man kann mörsern. Dann diesen Brei auf ein Taschentuch, auf ein Tempotaschentuch, auf die Zehe gelegt, das löst die Harnsäurekristalle im Blut auf. Mhm, super. Ich. Lecker. Ja. Was ist jetzt da drin? Das, Waldmeister. Das ist jetzt Waldmeister. Der hält einen Tag. Ich mache mir das alles früh, meine Flaschen mache ich mir früh fertig. Mhm. Entweder Kirsch oder Waldmeister oder Pfefferminze. Wenn du ein Brennnesselblatt draußen findest, was so, ja. Das nehmen wir, das schmeißen wir weg. Hier, Mandelmus drauf. Mhm. Dann nimmst du noch ein bisschen, meinetwegen, Babygirsch. Oder ein paar Sprossen. Dann geht das ja so rein. Und zusammen, damit der Mandelmus nicht rauskommt, dann ja, hinter. Weil ich meine, du hast 65 Kilo abgenommen. In was für einem Zeitraum? Ich habe zweimal abgenommen. Zwischendrin habe ich noch eine Darmoperation gehabt. Mhm. Ich habe jedes Mal über 30 Kilo abgenommen. Mhm. Das erste Mal bin ich durch Zivilisationskrankheiten leider wieder fluffig geworden. Und dann musste ich nochmal abnehmen. Aber jedes Mal hat sich dann die Haut zurückgebildet. Ich mache auch viel Sport. Jeden Tag.